guess this feels right. How many times, Walter? Don't disturb me when I'm painting. We'll talk later. Yeah, when she was painting, she was in her own world. It was hard to get through to her. Well, something happened. But I probably need more than that. Oh, ich muss jetzt das zweimal noch machen. Okay. His earring? Ew. Oh, die kommt doch jetzt nicht hierher, oder? Ich dachte, die frisst mich jetzt. Also, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Not now, Walter. We need to get ready for the show. Let's not do this in front of her. Yeah, what did I want to talk to her about? There. Ah, the room changed again. I should find the last one. Ist das hier, was wir gesehen haben? Oh fuck. Alter, dieses Scheiß.
okay, da war ich ein bisschen zu. Ich dachte. Kuss von Martha. Oh, Zungenkuss. Or was it? I don't know anymore. Well, these usually help. I should take a couple. This should do it. Well, what time is it? Maybe Dory and Martha are still up? Oh, jetzt muss ich das erst Why do I feel like the key is in here? Where's this figure again? Das wäre jetzt mies. Why is it over here? Also, wenn ich das jetzt alles nochmal neu machen muss, sind die Speicher Sachen nicht so geil. Die Checkpoints. Ah, die Uhr. Ja. Ah, I knew it. Oh no, this can't be happening. Oh. Die Hölle geht weit. Okay, dann ist das ist doch gut gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich das jetzt alles wieder neu machen muss. Oh shit. Ich muss ja so an ihr vorbei, das ist ja mies. Martha's tarot deck. Ich habe jetzt aber keinen Bock, dass sie mich die ganze Zeit jetzt verfolgt, ne? Weil das hier langsam die Ebene wird, wo wir gerade drüben waren. Look, Keks. There's no discussion. Dory will keep performing with me. Can't you see this is her future? You will not change that. I think we argued about Dory's future in the circus, but Martha wouldn't listen to me at all. I felt helpless. What was that? Ihhh, diese Zähne klappern scheiße. Was zum Fick?
machen, Alter. Verpiss dich. Hallo Stefan, danke schön. Vielen Dank. Das ist ja nett von dir, dass du mich wieder tötest und so. Was? Hä? Hä? Ich habe jetzt nicht verstanden, was. What the hell is going on? Is this crazy dream finally over? Ach, das gehörte dazu. Ich habe keine Ahnung, das war gerade verwirrend. The figure's already placed in there. Wow, Keks. So. I knew it. Ja, Martha ist sympathisch. Huh. Same thing happened again. Am I still dreaming? I need to figure this out. What was up with that dream? What happened between me and Martha? Aren't we supposed to be happy? Why didn't she look like that? I don't know. Auf dem Bild ist jetzt irgendeine Figur. War das vor... Dieses Rattern und so, das klingt immer so, als ob wir gerade mit dem Zug fahren. Ist das vielleicht die ganze Zeit, weil die immer unterwegs sind? Nonstop. Diese Statue, dieser Buchständer-Dingsbums war da aber auch nicht die ganze Zeit. Warum ist der jetzt hier unten? Das war vorher nicht. Ah. Hallo? Oh, this is not where the kitchen should be. Okay. Strange. Martha doesn't like takeout. Especially not pizza. Ich hab genau gerade in den Chat geguckt. Stefan! Nein, bleib hier. Das ist gut, aber. Danke für nochmal 350 Bits. Mann, ihr seid fies wieder. Ugh, rotten. Huh, did I order this? I like the place, but I can't recall. Die und fies. Ja, na klar. Fieseli. I always did the dishes. This can't be our kitchen. Ich hab so das Gefühl, dass alles irgendwie so aus der Kontrolle geraten ist und er irgendwie nicht mehr weiß, was war es und was nicht. Und er das nicht merkt. But there's something else. The garage key. Who put that in here? Hmm. Hat er Alzheimer? Ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche psychischen Störungen, Probleme. Man weiß ja auch nicht, was genau vorgefallen ist. Das sieht aber alles nicht sehr gesund aus. Für die ganze Familie. Sometimes I take things home to fix them. Oh, what is that supposed to be? Ach du Scheiße, was ist das? It looks like a cipher. Okay.
Okay, ich sehe das Symbol gerade gar nicht. Muss ich die zusammenbasteln? Ja, kann ich. Ich mache kurz ein Screenshot, ein Foto davon, dass ich das sehe. Das sieht nämlich sehr nach einem Rätsel aus, worauf ich jetzt schon keinen Bock habe. Und ich glaube, ich sehe schon, wofür das ist. Locked. We use this for all kinds of stage props. It's mine, but I can't Hallo, remember Just. The combination. The combination. So, Moment. Okay, das sind aber ganz andere Symbole irgendwie. Ich schaue mich erstmal um, was es hier noch so gibt. Ich glaube, hier gibt es gleich ganz viel Rätselparty. Ach du Kacke. Neue Glühbirne für das Bühnenlicht, Salven reparieren, neues Bein für das Karussellpferd und Clown für Tür neu streichen. Überall diese komischen Symbole. Und das sind auch die, die hier so rumeiern. Ja, toll. Eins, zwei, drei. Darf ich dazu was fragen zum Code-Rätsel? Ja, kannst du. Kann es sein, dass es drei verschiedene Codes sind, also drei einzelne? Ich habe keine Ahnung. Hier sind doch überall so eine Symbole an der Wand. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit denen machen soll. Rote und weiße. Verschiedene. So random überall dran gemalt. Wow.
Weißt du, ich krieg jetzt erst die SMS von dir, Chloe. Ich habe mich gerade gewundert und das war sehr unangenehm, dass mein Handgelenk vibriert hat. Das hat mich gerade voll nervös gemacht. Nomura, ich bin es leid. Was? Mehr SMS? Nein! Lass es sein! Ja, ich bin jetzt gerade überfragt. I got this at the circus for Dory after I had to repair one. She just really likes the funhouse. Ew. Es wird niemals enden mit seinem Wahnsinn. Von Nomura, ja. Ich weiß, wie das Rätsel geht. Ich irgendwie nicht. Was hat denn aber der Zettel damit zu tun? Muss ich die Symbole da unten? Die sind ja anscheinend miteinander verbunden. Weil bei 1, 2 und 3 sind ja nur die einzelnen Stücke, die einzelnen Symbole. Und ich muss sie anscheinend irgendwie zusammenfügen und dann die Zahlen dabei rauskriegen? Weil so in der Konstellation gibt es die ja gar nicht. Ansonsten machen wir das Rätsel zusammen. Ich hab keine Ahnung. Was hat das damit auf sich? Das sind die Symbole alle an der Wand. Soll ich die erzählen? Das wäre, glaube ich, ein bisschen heftig, wenn ich die jetzt alle zählen muss. Alles ist klar, Chloe. Du bist richtig unterwegs. Bin ich das? Also nehmen wir mal an, der hier. Da gibt es ja jetzt zum Beispiel das hier, das wäre jetzt das hier unten. Das wäre jetzt eine 1. Und jetzt muss ich ja noch diese zwei, wie nenne ich das? Diese zwei Nippel hier finden. Linien, genau. Warum fällt mir nicht das Wort Linien ein? Warum muss ich Nippel sagen? Wie viele Symbole sind auf einer Walze? Warte. Also, 1, 2. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen doof. 3, 4, 5, 6. What? What the fuck? Das geht sehr lang. Uff. Die vom Way. Weil du nur an das eine denkst, nee, das stimmt nicht. Ich denke nämlich gerade an gar nichts. Ich bin Brain AFK. Müssen 10 gewesen, wenn ich nicht richtig gezählt habe. Hier gibt es eine 9. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr eine Idee? Weil das Problem ist, da sind schon wieder irgendwelche Zahlen mit drin, die mich schon wieder verwirren. Und ich mir jetzt wieder im Kopf Panik mache, dass ich jetzt irgendwas rechnen muss. Ich habe eh nicht aufgepasst, sehr gut. A mannequin. Very versatile circus prop. But only the legs are left. Maybe the rest is still in here somewhere. Uh.
Ich weiß nicht, ob hier noch der restliche... Ach, das ist der Torso. Looks like the head and left arm are beyond repair. Meine Vermutung ist, dass man jetzt die Zeichen schon zählen muss. Das wird der ätzend. That still fits. Oh, there's the arm. What are these numbers on the joint? Also oh fits. Nein. Oh nee. Das ist das Symbol von dem Blatt. Da muss ich dann auch rumdrehen. Ach du Scheiße, bin mal etwas auf K. Okay. Wo ist der andere Arm? Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Eins, zwei, da kommt wahrscheinlich dann die drei hin. Kann ich da schon irgendwas drehen? Nee, ne? Hier? Hier. Also das hat was mit der Figur zu tun. Und ich befürchte, der andere Arm ist hier drinne. Falls ich den brauche. Auf dem Bild sehe ich zwar nicht den anderen, aber... Okay. Was soll ich jetzt willkürlich hier alles zählen? Das wäre mies. Dann habe ich das für die Figur vielleicht. Hilft uns ja nicht. Nee, ich brauche die anderen Scheißsymbole. Oh, fuck. Das ist... Ja. Du kannst dich doch so oft jetzt verzählen. Ich glaube nicht alle, sondern die richtigen, nur die richtigen. Aber welche sind denn die richtigen? Hä? Woher soll ich das denn wissen? Nani? Ich weiß es doch nicht. An der Figur selbst kann ich auch gerade nichts machen. Ich muss halt wirklich zuerst das hier anscheinend machen. Fuck. Warte, hier ist noch was drin. There's a laser pointer attached to the hand. Aha, okay, das habe ich nicht gesehen. Laser pointer, what the fuck? Wow. It moved on its own. And it's pointing somewhere. Okay. Das ist creepy. Hä? Ja toll, was soll ich denn damit machen? Okay, wie kommt man jetzt auf die Zahlen?
Glaube ich, die erste Zahl 7? Weil wenn nein, dann weiß ich es nicht. Wenn du schon die Codes hast. Nope, okay. Ja, 7. Was denn hier? Okay. Weil ich habe jetzt... Ich habe jetzt den hier genommen. Den und den hier und habe die zusammengerechnet. Weil so ergibt sich das Symbol, aber anders wüsste ich jetzt auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wo soll ich denn das eingeben? Ah, hier kann ich das eingeben. Darf ich hier wieder raus? Da zeigt der hin. Da zeigt der hin. Ich habe keine Ahnung. Kann ich den die Hüfte auch mal bewegen? Warte mal. Ja, ich brauche die Zahlen, scheiße. Sonst weiß ich ja gar nicht, wohin. Ja. Komme ich ja gar nicht drum herum. So, like this? Yay, richtig! Woo! Ich bin ein Genie! Ich bin ein Genie. Was hat das jetzt gemacht? Das hat der Schädel, okay. Und nun? Das war Können, ja? Ich habe jetzt so lange probiert, bis der auf irgendwas zeigt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Okay, ich weiß aber nicht, was ich hier gerade mache. So, like this? Okay, das muss da bleiben anscheinend. Möchtest du eine Erklärung? Ja, bitte. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, ganz gut. Also die zeigt jetzt zum Schädel, weil einen anderen Schädel finde ich nicht und wahrscheinlich gehört das jetzt zu dem, ist das jetzt der Schädel dafür oder ich habe, ja, irgendwie sowas. Aber ja, also im Buch ist das Dreieck 1, 2 und 3 und die Figur hat auch 1, 2 und 3. Ja, genau, ja, das habe ich ja, genau, das habe ich ja auch gesehen. Mhm. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Das habe ich schon gesehen. Mit der Figur. So hört ihr mir also zu, ja? unten sind drei Glyphen. Ein Glyph steht für die ganze Position aller drei Gelenke. Was? Was? Also ist das jetzt die Figur oder was? Und ich muss den in diese Pose bringen? Oder wie?
Schau mal, aus welchen drei um sich das zusammensetzt. Der hier. Na, was? Das der 2, der 4 und der 1. Das hatte ich. Ich hatte nur gedacht, ich muss das so zusammenzählen. Das war wohl nicht ganz richtig. Und jetzt muss ich dann die Zahlen da bei der Figur eingeben, oder was? Also bei der 1 die 2, bei der 2 die 4 und bei der 3 die 1. So. Das merke ich mir doch nicht. Bei der 1. Korrekt. Ah, okay. Dann waren wir auf dem richtigen Weg, aber nur falscher Ansatz. Alles klar. Was war jetzt bei der 1? Fuck, jetzt habe ich es vergessen. Bei der 1 die 2? 2, 4, 1. Was? Einfach. So, like this? Okay. Hallo, Hasi. Oh, guck mal, der hat so ein... So ein Symbol-Dings. 1 war 2. Was? War das ein was? 1, 2, 2? Nee, ihr müsst mir das anders erklären. Das kriege ich gerade nicht in meinen Kopf. 1, 2, 2. 1. 1, 2, 2. Aber ist doch 2. 1 ist 2. Also der war jetzt richtig, oder? Ist das jetzt, die erste Figur ist doch jetzt richtig, oder nicht? Der zeigt zum Hasen und das ist wahrscheinlich das erste Symbol, was wir eingeben müssen. Maybe this is one symbol for the lock? Ja, halt die Fresse, das frage ich gerade den Chat und nicht dich. Okay, jetzt müssen wir dann das zweite hier machen. Und so ergibt sich dann das hier, alles klar. Oh mein Gott, Alter, boah! Boah! Sehr anstrengend hier! Fuck it! Okay, dann gucken wir mal. Was zur Hölle? Was ist das? Das wird der hier sein. Vier, eins und vier. Vier, eins, vier? Yes, okay. 4, 1, 4. 4. Eins. So, like this? Das ist, was soll das sein? Ein fliegender Drache. Keine Ahnung. Irgendwie so. Okay. Ein fliegender Holländer. Wow. Okay, das nächste. Was wird das hier sein? Zwei. Ich hatte das Symbol doch gerade. Hä? Doch hier. 2, 3. 2, 3, 5?
Wird wahrscheinlich wieder der Schädel sein, ne? Den ich. So, like this? Ja, das ist der Schädel, okay. Der hat da also irgendwo ein Symbol. Ein T mit einem Kreis. Ah, got it. Let's see what's inside. Das ist zur Hölle. Oh, this is a prop I took home a few years ago. I modified it with a secret compartment inside. Der T-Kreis. Also und hallo Brownie. Let's take it apart on the und dankeschön, dankeschön fürs Mitmachen. Jetzt alles schlagen mit dem Schwert. Ja. Prügel. Meine Fresse, ey. Das war ja hier. Eine Geburt. Aber es ist ein sehr interessantes Rätsel mit diesem Laserpointer. This one also doesn't work. Ja, natürlich geht's nicht. Dann schleifen wir das mal, ne? Let's take a look. I just need to twist the hilt and it should come off. There's something inside. Cool, erstmal alles fallen lassen. What is that? Contract, Tori Thompson, circus, 7 years. And then there's at least 40 hours weekly. Bedingungen und Konditionen. Assumes all risk and responsibility for her own safety. What kind of sick contract is this? Why don't I remember this? And how the heck is my signature on it? I would never have signed something like this. Martha, I can't believe she would go this far. This is gonna ruin the rest of Dory's childhood. Okay. Dory ist über einen Zeitraum von 7 Jahren beim Zirkus unter Vertrag, beginnend mit dem Datum der Unterzeichnung. Dieser Vertrag ist rechtskräftig und vor Gericht vollstreckbar. Während dieser Zeit wird Dory in allen Zirkusshows und Events auftreten, wie vom Zirkusdirektor auferlegt. Das beinhaltet einen vollen Probetag vor jeder Show und Trainingseinheiten für mindestens 40 Stunden pro Woche. Dory erhält ausreichend Essen, Beherbergung und medizinische Versorgung, während sie beim Zirkus unter Vertrag steht. Der Zirkus versichert, dass diese Maßnahmen alle relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllen. Für alle ihre Auftritte erhält Dory vom Zirkus eine faire und angemessene monatliche Entlohnung, die vom Zirkusdirektor bestimmt wird. Dory ist das Kind, ne? Jede verpasste Show wird den monatlichen Lohn reduzieren, basierend auf die geplante Anzahl an Shows. Für den jeweiligen Monat, diesen Lohn wird gemäß aller zutreffenden Gesetze und Regulationen gezahlt. Beim Erreichen des 18. Geburtstages wird Dory von diesem Vertrag entlassen und wird freigestellt, andere Beschäftigungsaussichten wahrzunehmen. Boah, einfach das Kind verdammt ein. What the fuck? 40 Stunden pro Woche halt schuften? Ach du Kacke. Der Zirkus haftet nicht für etwaige Verletzungen oder Schaden, die Dory während der Auftritte erleidet. Dory übernimmt alle Risiken und Verantwortungen über ihre eigene Sicherheit und Gesundheit. Die 7! Während sie beim Zirkus unter Vertrag steht, im Falle eines tödlichen Unfalls, erhalten die Eltern eine Summe von $1,000. What the fuck? Beide Parteien einigen sich in gutem Glauben auf die Bedingungen des Vertrages. Jeder Vertragsbruch kann mit zu gerichtlichen Folgen führen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Schadensersatz und Unterlassungsanspruch. Mit ihrer Unterschrift stimmen beide Parteien den Bedingungen und Konditionen dieses Vertrags zu. Und die haben es beide unterschrieben. Ach du Kacke. Alter, kein Wunder, dass das Kind solche Bilder gemalt hat. In der Schule schlechter geworden, also immer schlechter wurde. Absolut verständlich. Wann soll es lernen? Muss er die ganze Zeit irgendwelche scheiß Schuftereien machen und gar kein Leben, keine Freizeit, keine Kindheit. Sometimes I helped out with the feeding schedule. Emma loved apples. Ah!
das macht gerade meine Hose, Alter. Oh, der arme Elefant, ey. Aber mein Ohr, ich bin taub. Ey, mein Ohr. Ich klipp das, mach das Brownie. Aber mein Ohr, what the fuck. Our oldest elephant. Oh, a very sweet animal, but this is not the right place for her. Nobody should like that. Ich bin so, oh. Ich hab gerechnet, dass jetzt irgendwie so eine Klaue oder so von einem Tiger raus oder vom Löwen mich angreift, aber das war jetzt gerade, ouchie. Ich hoffe, jetzt kommen nicht die anderen Abteile von denen. Was hast du gesagt? Also ich höre gerade wirklich nur Fiepen auf meinem Ohr. Here slept Rodri the Clown and our magician. Was? Rodney der Clown? His name. Oh, I never really liked magicians. They always mess with your head. Wieso ist hier ein Clown, der Rodney heißt? Verpiss dich. Kann ich den vom Zug schubsen? Das will doch keiner. Oh nee. Hallo. Who was sleeping here again? Weiß ich nicht. That was our cabin. But I often spent my nights in the workshop. Yeah, that probably wasn't very healthy for our relationship. Ja, cool. Also, das arme Kind, ey, wirklich. Weißt du, da haben die schon so wenig Zeit miteinander. So privat. Und dann ist er halt auch noch weg. Und lieber ist er in der Werkstatt. Ich weiß ja nicht. Empty. Well, the circus started losing people a long time ago. That's why the train ultimately wasn't worth it anymore, and the circus settled down. Elefant hat mich gerade verwirrt, aus der Fassung gebracht. Why is the creepy mannequin here? Überall. Um mich zu jagen. Das war ein Witz! Das war ein scheiß Witz jetzt! Lass das! Oh Gott, das weh. Du hast es beschworen. Ja, ich hab's beschworen. Hanging out here made the long journeys a little more. Knoblauch, hier gibt's Vampire. Yeah, we mostly had canned food stocked. Sometimes Rodri cooked. His canned beef stew special was amazing. This just needed a little knock right here. And there it goes. Ah. Oh Mann, die scheiß Tür! Oh nee, ich habe mich schon wieder von der Tür. Die guten alten Türen. Yep.